Silva Breer, sie ist Co-Vorsitzende der Union. Frau Breer, der Parteitag, der redet heute viel über seine DNA und vor allem die DNA der Union. An bestimmten Stellen müssen sie diskutieren, zum Beispiel Frauenquote, dann Gesellschaftswehr. Das sind so einige Themen, die heute auf dem Parteitagsprogramm stehen. Was ist da Ihre Einschätzung? Warum ist das nicht früher geschehen? Warum erst jetzt? Naja, das Thema Frauenquote haben wir jetzt ja einfach, weil wir keinen Präsenzparteitag machen konnten, schieben müssen, weil wir das einfach wirklich diskutieren wollten. Das Ergebnis liegt jetzt vor und deswegen erster Live-Parteitag und jetzt gibt es auch die Diskussion dazu. Ich hatte hier vor ein paar Minuten auch Ihren Parteikollegen Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union, der sagt, es braucht keine Frauenquote. Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz hat es heute in seiner Rede gar nicht angesprochen, vielleicht auch mit dem Hinweis, man möchte sich jetzt nicht irgendwie so zu sehr intern nur beschäftigen. Sie sprechen sich dafür aus. Warum gibt es denn nach wie vor so wenige Frauen wie Sie, die sich in der Union engagieren? Und ist die Frauenquote dann der Weg? Das ist ja das, was Sie fordern. Also wir haben in unserer Partei nach wie vor zu wenig Frauen und es ist ein Stück weit strukturell so einfach über die vielen Jahrzehnte so gewachsen und wir haben es bis jetzt nicht hinbekommen, das signifikant, also einfach deutlich zu verbessern. Und die Quote ist nicht der Weg, es ist nur ein kleiner Schritt auf diesem Weg. Der jetzt vorliegende Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission ist bei uns ein Kompromiss, verbunden mit vielen weiteren Punkten, die wir mitbeschließen wollen. Und für mich gehören diese Punkte zusammen, damit wir es am Ende gemeinsam schaffen, mehr Frauen für unsere Partei zu begeistern. Mehr Frauen ist ein gutes Stichwort, denn Sie haben es gerade gesagt, daran hapert es an einigen Stellen noch. Jetzt wird heute auch unter Umständen ja das Statut geändert. Es soll eine stellvertretende Generalsekretärin geben. Da muss ich erst mal selber gucken, Nadine Stumm ist außerhalb der Union kaum jemandem bekannt. Ist das ein Stück weit ein Feigenblatt, was hier gewählt wird? Müsste man nicht noch viel stärker auch darauf achten, dass Frauen wie zum Beispiel Sie sichtbarer werden in der Union? Also wir haben schon mit der Nominierung von Friedrich Merz, mit seinem Antritt, jetzt hat er gesagt, er möchte eine stellvertretende Generalsekretärin haben und oder umgekehrt. In diesem Fall freue ich mich, dass wir es machen und wir werden es hoffentlich nicht nur vielleicht beschließen, sondern wir werden gleich diese Position einführen und Christina wählen. Und es ist, glaube ich, einfach ein Zeichen, dass man auch Führung teilen kann, dass man auf mehrere Schultern Arbeiten verteilt. Und ich freue mich, dass Christina Stumpf diesen Job hoffentlich heute bekommt und übernimmt. Und sie ist ja schon super aktiv und ich freue mich über ihre Wahl dann hoffentlich gleich. Sie sagen, das ist wahrscheinlich weniger strittig, diese Wahl. Bei der Frauenquote, wo wir gerade gesprochen haben, ist es noch ein bisschen unsicher. Da gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen Delegierten, der jetzt in der Hand oder die Faust in der Tasche ballt und sagt, na gut, wir sind nicht nur ein Kanzlerwahlverein, so heißt es ja immer gerne in der Union, sondern wir werden jetzt irgendwie auch nicht den Parteivorsitzenden versuchen zu beschädigen. Dennoch ist das ja noch eine Option. Denn wenn heute die Frauenquote nicht durchkommt, dann wäre das ja ein Schaden, den Friedrich Merz mit seinem Vorschlag hier nimmt und den Sie ja auch unterstützen. Das möchte ich gar nicht verknüpfen. Wir haben aus dem letzten Präsenzparteitag diesen Auftrag mitgenommen, einen Vorschlag zu unterbreiten. Die Struktur- und Satzungskommission legt jetzt einen vor und darüber wird heute eine Diskussion stattfinden und dann haben wir ein Ergebnis. Das beschädigt niemanden, sondern das ist dann die Meinung in dieser Partei und beide Parteien, beide Seiten werden das akzeptieren. Für mich ist dieser Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und deswegen unterstütze ich diesen Schritt. Sie reden ja hier heute auch sehr viel über die nächsten Schritte für das Grundsatzprogramm. Die dort zuständige Kommission leitet ja Ihr Parteikollege Linnemann. Jetzt ist ein ganz wichtiges Thema, dass man das, was 2007 das letzte Grundsatzprogramm ist für Sie, dass das jetzt reformiert wird, dass das neu geschrieben wird. Da stehen auch Dinge drin, wie beispielsweise, dass sich die Union ausspricht für die Wehrpflicht. Da stehen Dinge drin, dass man sich ausspricht für AKW. Nun gut, das hat sich jetzt natürlich in Teilen geändert. Was sind denn die Dinge, wo die Union eine Alternative sein will, gerade auch im politischen Kampf und vor allen Dingen im politischen Diskurs mit anderen Parteien? Wir haben den Prozess zum Grundsatzprogramm gestartet vor ein paar Monaten und werden morgen beginnen, ich denke morgen, mit der Grundwertecharta. Das heißt, wer sind wir und worauf kommt es uns an? Friedrich Merz ist da vorhin deutlich drauf eingegangen. Und dann arbeiten wir in 10 Fachkommissionen, unter anderem bei mir im Bereich Zusammenhalt. Den darf ich mit den Kolleginnen und Kollegen bearbeiten. Und da gehört zum Beispiel eben das Thema Gesellschaftsjahr dazu. Und wir werden eine Antwort geben auf die Herausforderungen der kommenden Jahre. Und natürlich ist ein Programm von 2007
nicht mehr heute die Antworten auf die Zukunft. Und deswegen brauchen wir ein Neues und die Arbeit macht Spaß, die Menschen machen mit. Und was so toll ist, ist, dass so viele Mitglieder aus der Partei richtig Lust haben mitzumachen, sich ganz viele auch digital gemeldet haben und wir super große Runden haben. Und das gibt richtig Input und richtig Mobilität auch innerhalb der Partei. Sagt Silvia Breher, die Co-Vorsitzende der Union. Und wir werden das weiter beobachten. Das Thema Gesellschaft, was Sie gerade angesprochen haben, wird ja heute hier auch noch ein Thema sein. Herzlichen Dank.